Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Endless Space. Was ist passiert in der letzten Folge? Wir haben den Planeten Auriga gefunden und auch schon das System angefangen zu kolonialisieren. Haben einen Friedensvertrag mit den Sophons geschlossen. Ein Aufklärer wurde hier zerstört, haben aber auch einen Friedensvertrag mit den Sheridan abgeschlossen. Das bleibt Frieden für 10 Züge. Und danach schauen wir weiter. So, kleine Angreifer geht nach hier unten. Entdeckung von der Weltenbaum. Dieser riesige Baum ist ein seltsames Artefakt biologischer Experimente. Seine Wurzeln reichen tief in den Planeten. Und seine Zweige strecken sich bis ins All. Auf ihm sind nicht nur Städte, sondern auch Ozeane entstanden. Gut. Was haben wir hier noch? Aquarius ist industriefertig und wir gehen auf Geld. Was haben wir hier? Müssen warten, bis wir das auch noch mit entdeckt haben. Es gibt nicht 10 für Sternsystem und für Trocken nochmal einen zusätzlichen. So, Forschung ist in der nächsten Runde auch fertig. Hier ist unser anderes Schiff. Ich hoffe mal, dass die Sheridan sich in diese Richtung ausbreiten und nicht zu uns. Und Zug beenden. So, wir haben entdeckt HE-Batterien. Eine Herausforderung für die bessere militärische Tauglichkeit von Raumschiffen ist die Bereitstellung an ausreichenden Energiemengen, um die fortgeschrittene Bewaffnung zu versorgen. Hochenergiebatterien nutzen der Vorteil neuer Elemente und Verbundstoffe, um genau in diesem Bereich Abhilfe zu schaffen. Und manipulationsinstabiler Isotope. Materialien mit einer größeren Kernmasse, die künstlich erschaffen wurde, sind nicht unbedingt stabil. Die Technologien, mit deren Hilfe sie erhalten und ausgebaut werden können, finden viele praktische Anwendungen. Gut, da haben wir wieder ein Kolonieschiff. Stelle, kürzen es ab. Und Zug beenden. Ja, durch die 50%ige Bewegung hat sich natürlich alles sehr verlangsamt. Isolationsschilde. Auch wenn die praktische Anwendung außerhalb von technisierten Laboratorien noch schwer umzusetzen ist, so wurde doch erste Fortschritte bei der Abschirmung von Objekten gegenüber Quanten- und Gravitationskräften gemacht. Für die Entwicklung dieser Schilde sind enorme Investitionen auf Seiten der Unternehmen und der Regierung nötig. Gut, das erforschen wir als nächstes. Auch in einem Zug fertig. Und wir wollen schauen, dass wir die Kampfschiffe und hier die
Bombenschiffe. Gut, wir wollen ja auch nicht allzu lange umherirren. Geben das einfach bis hier in Auftrag und ziehen es bis hier hoch. Kann ich anfangen, die gegnerischen Systeme einzunehmen. Bei 8 Runden, bei 8 Gegnern würde ich eher in die Richtung langsam mich ausbreiten und dann Stück für Stück hier oben Friedensverträge schließen, um auch möglichst lange zu überleben. Wir spielen ja auf Stärke normal. Es ist machbar. Die unendliche Schwierigkeitsstärke habe ich noch nie gespielt. Also ich habe es mal angespielt, aber es ist sehr schwierig. So, bewegen wir die Schiffe. Immer nur kleine Schritte. Hier wurde das Projekt abgeschlossen. Gehen wir auf öffentliche Partnerschaften. Es gibt nämlich plus 1 pro besiedelten, kolonisierten Planeten. Zug beendet. Auf in die nächste Runde. Forschung. Für den Bau eines Hochenergie-Partikelbeschleunigers, bei dem die Energie in Peter-Elektrovolt gemessen wird, benötigt man extrem fortschrittliche Konstruktionstechnik, Materialien, Energiewissung und hochspezialisiertes Wissen. Ohne eine solche Anlage wäre die tiefgehende Erforschung von Subquantenmechanik nicht möglich. Sehr gut. Und in Quarius ist das nächste Projekt abgeschlossen. Hier bauen wir das auch. Wir haben einen trockenen Planeten, können hier entweder auf Nahrung gehen. Was haben wir hier bereits erforscht? Finanzen. Okay. Okay, gehen wir auf Nahrung. Und schieben es nach oben. Zwei Zügen fertig und schauen uns die anderen Planeten auch noch an. Schieben wir es nach oben. Und hier geben wir auch noch den Einflussbereich. Wir wollen dann den Einfluss möglichst vergrößern. Und genauso hier. Gut, drei Züge, dann ist die nächste Wissenschaft fertig. Und bewegen die Schiffe. Entdeckung. Ein Wunder. Sternbohrer. Dieses Projekt muss selbst den Infiniten verrückt erschienen sein. Das, was in diesem System entdeckt wurde, scheinen die Überreste einer Plattform zu sein, mit der Materialien aus dem Kern sterbender Sterne abgebaut wurde. Dies hatte nur mit Hilfe von Unmengen an Orchialix und Siderit überhaupt eine Erfolgschance. So, kolonisieren wir auch hier den nächsten Planeten. Wir haben jetzt 5, 2, 4, 6 und 4. Nehmen wir den trockenen. So, bei trocken haben wir die Möglichkeit auf Finanzen zu gehen. Und das machen wir auch. Gehen dann Raffinerie, Agenturen. Dann Wissenschaft, Nahrung und Vergrößerung, Einfluss des Systems. So, schauen wir mal uns nochmal im Überblick hier an. Wir machen überall gutes Geld. Unglücklich. Warum? Weiß ich auch nicht. Wir machen immer noch Plus.
So. Und beenden wir diesen Zug. So, bewegen wieder die Schiffe. Hier ist das nächste Kolonieschiff fertig. Haben wir nur drei. Gut, gehen wir hier unten hin. Entdeckt. Okay. Gut. Zug beenden. Bewegen wir die Schiffe. Nahrung ist fertig und gehen jetzt auf Agenturen. Geld haben wir auch ganz gut. Zug beenden. Und die nächste Forschung ist fertig. Neuralrobotik. Ein Problem, Roboter zu koordinieren und sie effizient arbeiten zu lassen, ist ihr Gehirn und deren dazugehörige Vernetzung. Fortschritte in Signaltechnik und bei Computern und Algorithmen machen es jetzt möglich, eine große Anzahl an Robotern miteinander kommunizieren und in perfekter Koordination Funktionen ausführen zu lassen. Gut, Kolonialschiff, Einflussbereich. Super. Gucken wir mal noch bei den Systemen durch. Ziehen wir noch nach oben. Da haben wir soweit alles. Da haben wir auch soweit. Da haben wir auch soweit alles. Wissenschaft. Gehen dann hier auch auf Wissenschaft. Wissenschaft. Noch drei Züge. Kürzen wir das alles ab. Bewegen die Schiffe. Das müsste jetzt auch bald vorbei sein. Die Abkürzung. So, und hier hat sich das vergrößert. Ein Held hat die Stufe 5 erreicht. Er ist im System Columba. Gehen wir auf alles wieder. Wissenschaft, Kernbau. Diese Technologie ermöglicht die Extrahierung von Erz aus Planetenkernen, in denen die Gesetze der Schwerkraft normalerweise dafür sorgen, dass sowohl Lebewesen als auch Ausrüstung zerstört wurden. So, und danach können wir die Wüsten kolonisieren, auch in einem Zug. Hyperium gefunden. Du besitzt 4 Einheiten Hyperium. Sehr gut, und Hyperium-Bürger. Und hier ist auch alles schick. Bewegen wir die Flotten. Letztendlich haben wir es geschafft. Beide auswählen und vereinen. Haben 330 Angriffsstärke. Können mal schauen, kleiner Angreifer, ob wir den modifizieren können. Auto-Upgrade gibt es leider nicht. Hiermit machen wir ihn ein bisschen stärker. Langstrecken. So, 133. Gehen wir auf jedes hoch, haben ein bisschen mehr Verteidigung. 134 übernehmen. Und wir haben ja die Flotte hier. Nachrüsten können wir momentan nicht. Wir haben nämlich nicht genug Last. Aber das sollte
nächsten Runden kommen. So, bewegen wir wieder die Schiffe. Und durch die Wüstenkolonisierung können wir weitere Planeten bevölkern. Eine wichtige Voraussetzung für die Kolonisierung von Planeten ist das Verständnis um die Anwendung von Wissenschaft, Prozessen und Technologien in nachhaltiger Weise. Dazu gehören auch Recycling, erneuerbare Energie, Vermeidung von Umweltschmutz und bewusster Konsum. Entdeckung: die Planetenform von Ys. Diese Welt war einst die größte Werft der Concrete Endless. Riesige Raumwerften verdunkelten den Himmel über dem Planeten und arbeiten Tag und Nacht an dem Bau und der Reparatur der Flotte. Die meisten Technologien gingen verloren, aber die Plattformen können immer noch als Wohnraum und zur Verteidigung des Planetens genutzt werden. Sehr schön. So, gleich auch die nächsten kolonisiert. Wird hier eingereiht. Und auch hier eingereiht. Hier können wir nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Hier haben wir zwei. Gehen wir hier auch auf Wüste. Und schieben es mal so weit wie möglich nach oben. Drei Züge. Okay. Gut. Beenden wir den Zug. Ja, ich werde immer so 20 Minuten Folgen machen, wie ihr schon festgestellt habt. Mal plus, mal minus, mal ein, zwei Minuten. Wenn es leicht wäre, wäre es nicht interessant. Glückwunsch zur ersten Besiedlung eines hochentwickelten und schwierigen Planetentyps. Damit setzt du die Grundsteine für größere Reichtümer, aber natürlich steigt auch dein Risiko. Was für ein Risiko. So, Kolonieschiff. Na. Stellen. Wo geht's hin? Da schicken wir schon die. Den hin. Gut. Arktisch. Was haben wir hier? Schicken wir ihn hier hin. Möchte er nicht. Gut, schicken wir ihn erstmal hier hin. Und dann hier hin. So. Aber mal gucken, ob wir haben sie nicht. Wir brauchen eine andere Technologie. Kooperationsabkommen zur Allianz einladen, Allianz bilden. Preismonopol, Handelsgüter ermöglichen. Das dauert natürlich noch ewig, bis wir dahin kommen. Aber wir wollen ja die größeren Schiffe haben. Zu beenden. So, kompakte Fusionsreaktor.
Reaktoren, nachdem sich riesige Fortschritte bei der Fusionstechnologie abzeichnen, hat die Möglichkeit, vorhandene Fusionstechnologie zu vereinfachen und zu miniaturisieren, durchaus auch praktischen Nutzen. Die Veredelung künstlicher geschaffener Elemente und die Entwicklung neuer neutronenlastiger Versionen dieser Elemente liefern massenreiche Materialien. Diese finden in vielen militärischen Bereichen Verwendung, offensiv sowohl auch defensiv. So, Verteidigungsbunker. Okay, Schluss hin. Gut. Bewegen wir unsere Schiffe. Achtung. Den bewegen wir dann dorthin. Müsste aber bald auch die Bewegung endlich vorbei sein, diese verkürzte Bewegung. So, unbewirtschaftet. Hier haben wir Finanzen und bei der Wüste. Fertig. Und 1-1, wir können momentan keine weiteren kolonisieren, aber hier. Unbewirtschaftet. So, was haben wir denn? Wirtschaft, Industrie, dann gehen wir hier auf Kohle. Schiff. Gehen auf Arktisch, Eiswelt und auch hier. So. Hier ist auch alles soweit gut. Zoben, auch alles soweit gut. Unbewirtschaftet. So, wir haben Nahrung. Industrie. Dann gehen wir hier auch auf Geld. Gehen wir mal durch die Ansicht. Wirtschaftet wird gerade gemacht, oder? Auf Saphir 6 Geoindustrie, genau. So, hier wird das auch gemacht. Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur können einen großen Nutzen aus der Fähigkeit ziehen, Strukturen automatisch zu generieren. Konstruktionspläne, Bestellscheine, Lagerung, Planung, Fertigung und Konstruktion werden nun schnell und autonom von eigenständigen Maschinen erledigt. Und als nächstes bekommen wir die Kampfschiffe. Yeah. So, bewegen wir. Hier können wir wieder einen Planeten kolonisieren. Riesig trocken, trocken machen wir Geld. Gehen dann auf Raffinerie, Geld, Wissenschaft, Nahrung und Vergrößerung der Reichweite. Und wir kürzen es wieder ein bisschen ab. Stabiles Portal, was auch immer Krieg freisetzte. Die teilweise Öffnung des alten Endless-Portals scheint eine der Nebenwirkungen zu sein. Das Portal ist entweder aufgrund von mangelnder Energie oder fehlerhafter Technologie so instabil, dass es nicht genutzt werden kann. Aber es scheint in andere Galaxien oder ein Paralleluniversum zu führen.
Stattdessen wird es vermutlich durch seine starke Gravitation zu einer elektronisch-magnetischen Strahlung einst wirtschaftliche und sogar strukturelle Schäden innerhalb des Systems verursachen. So, minus 50 fürs Imperium, minus 100 jeder Zug für 20 Zügen, hilfsbereit. Plus 15 Prämie auf Verbündete. Plus 20, plus 20. Gut, machen wir feindlich. Hier haben wir das soweit entdeckt. So, man muss jetzt nämlich immer gucken, dass überall hier die Planeten kolonisiert werden. Die Tundra. So, schauen wir mal hier. Alles gut. Das wird auch nächste Runde. Gut, würde ich sagen, wir machen für diese Runde Schluss. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.